Die Angst vor dem Ende der Welt. Seit jeher lähmt und beflügelt sie die Fantasie der Menschen gleichermaßen. Das Unvorstellbare wird in gewaltige und mystische Bilder gefasst. Da kündigen apokalyptische Reiter den Untergang an. Die Erde wird zum Schauplatz einer Endzeitschlacht zwischen Gut und Böse. Niedergeschrieben und überliefert sind diese Bilder in einem rätselhaften Buch. Einem Buch mit 7 Siegeln. Fast 2000 Jahre alt. Es ist das letzte Buch der Bibel. Die geheime Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Sind das göttliche Eingebungen oder nur Hirngespinste und Ausgeburten der Fantasie? Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass sich reale Naturkatastrophen und kriegerische Auseinandersetzungen hinter den Visionen vom Weltende verbergen. Gibt es Hinweise auf historische Personen? Oder liegt das Geschehen noch in der Zukunft? Neueste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass dieses Buch eine geheime Botschaft enthält, einen Code, den es zu entschlüsseln gilt. Bisher ging man davon aus, dass die geheime Offenbarung des Johannes ein Geschehen in der Zukunft beschreibt. Deswegen wird auch heute noch jedes große Unglück mit der Apokalypse in Verbindung gebracht. Naturkatastrophen, Kriege, Feuersbrünste und Seuchen werden gedeutet als Vorzeichen eines umfassenden göttlichen Plans. Doch trotz aller Prophezeiungen, der Weltuntergang hat noch immer nicht stattgefunden. Ist deshalb die Offenbarung des Johannes nur ein frommes und grausames Märchen? Wird die Apokalypse benutzt, um Menschen Angst zu machen? Einer der Wissenschaftler, die eine neue Sicht auf die Johannes-Offenbarung haben und ihren Code entschlüsseln wollen, ist Thomas Söding. Er ist Professor für Neues Testament an der Universität Bochum. In der Papyrus-Sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien will er Apokalypse-Fragmente vergleichen. Die Johannes-Offenbarung zeigt ganz viele Horrorszenarien. Und viele bleiben an diesen Horrorszenarien dann wie magisch kleben. Und siehe, ein großer roter Drache erschien am Himmel und fegte den dritten Teil der Sterne hinweg. Und es erhob sich ein Streit am Himmel. Michael und seine Engel stritten wieder den Drachen und stürzten die alte Schlange. Das liest sich wie ein spannender Fantasy-Roman. Ein echter Showdown zwischen Gut und Böse. Der Erzengel Michael mit den himmlischen Heerscharen gegen den roten Drachen. Den Vertreter der kosmischen Kräfte des Satans. Ein Kampf, der auch über das Schicksal der Menschen entscheiden soll. Die Schlacht im Himmel ist entschieden. Aber die Mächte des Bösen sind noch lange nicht besiegt. Zeuge des Geschehens wird ein Mensch. Sein Name ist Johannes. Er ist der Autor der sogenannten Apokalypse. Dies ist die Enthüllung der Geheimnisse Gottes. Durch seinen Engel tat er sie kund, seinem Diener Johannes. Wohl denen, die hören, was geschrieben ist, denn die Stunde ist nah. Johannes schaut nicht nur in den Abgrund dieser Welt, sondern er schaut auch ganz nach oben in den Glanz des Himmels. Er schaut weit voraus in die Zukunft. Es wird ein großer Spannungsbogen aufgebaut zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen Himmel und Erde. Und diese Spannungen, die haben ihre ganz eigene Energie und die will man entdecken, die muss entdeckt werden. Die Entdeckungsreise führt zum psychiatrischen Krankenhaus der Alexianerbruderschaft in Köln.
Manfred Lütz hat dort als Arzt täglich mit Psychosen, Wahrnehmungsstörungen und den Folgen von Drogenmissbrauch zu tun. Er soll beurteilen, um welche Art von Visionen es sich bei Johannes handelt. Als Mediziner sucht er nach anderen Anhaltspunkten als ein Theologe. Also wenn ich den Text nicht kennen würde und mir würde jemand sagen, jemand hat Visionen, dann würde ich mich zunächst mal nach der Lebensgeschichte erkundigen, ob jemand einen Knick in der Lebenslinie hat, ob er Kommunikationsprobleme plötzlich gekriegt hat, ob er möglicherweise Drogen genommen hat oder Halluzinogene oder irgend so etwas. Also ich würde mich vor allem zunächst mal für die Lebensgeschichte von jemandem interessieren. Wer war er, dieser unbekannte Autor? Das Leben des Johannes liegt weitgehend im Dunkeln. Er ist ein Anhänger der Lehren des Jesus von Nazareth, so viel ist sicher. Er scheint sich ganz in den Dienst seiner Visionen gestellt zu haben. Es muss ein einschneidendes Erlebnis für ihn gewesen sein. Ich blickte auf und sah etwas. Eine Tür stand offen und ich sah in den Himmel. Und ich sah und hörte, was mit menschlichen Augen und Ohren nicht zu sehen und zu hören ist, sondern nur durch Gottes Geist. Johannes spricht wie ein Prophet. Was kann ein Historiker mit solchen Angaben anfangen? Die Princeton University in New Jersey ist eine der exklusivsten Hochschulen in den USA. Die Rekonstruktion der Lebensgeschichte des Johannes ist hier Gegenstand der Forschung. An der Fakultät für Geschichte arbeitet Elaine Pagels an der Datierung und der Verortung der Apokalypse-Schrift. Die Offenbarung gehört zu den jüngeren Büchern des Neuen Testaments. Sie alle wurden zwischen den Jahren 50 und 110 oder 120 geschrieben, also kurz nach der Zeit Jesu. Vermutlich nicht später als 60 Jahre nach seinem Tod. Johannes sagt uns, wo er dieses bemerkenswerte Buch geschrieben hat: auf einer kleinen Insel vor der türkischen Küste Patmos. Ich, Johannes, euer Bruder, wurde auf die Insel Patmos verbannt, weil ich die Botschaft Gottes verkündet habe. Finden sich hier in der östlichen Ägäis weitere Hinweise auf den Verfasser der Apokalypse? Auf dem höchsten Punkt der Insel erhebt sich eine mächtige Anlage, das Johanneskloster. Es ist nach dem Autor der Apokalypse benannt. Aber echte Spuren aus der Zeit des Johannes sind rar. Bruchstücke aus weißem Marmor sind in den Mauern verbaut. Sie stammen von einem Tempel, der im 1. Jahrhundert hier gestanden hat. Ein Beweis dafür, dass die Insel damals schon besiedelt war. Das griechisch-orthodoxe Kloster wird erst im 11. Jahrhundert errichtet, 1000 Jahre nach Johannes. Heute verwaltet ein halbes Dutzend Mönche das einst bedeutsame Pilgerziel. In der Schatzkammer des Klosters sind Hunderte von Reliquien aufbewahrt, aber nur eine, die mit Johannes direkt in Verbindung gebracht wird. Eine Kette, mit der der Prophet bei der Überfahrt nach Patmos gefesselt gewesen sein soll. Diese Form der Ketten gab es im 1. Jahrhundert. Das haben Archäologen bestätigt. Für die Mönche ist damit bewiesen, dass Johannes tatsächlich als Gefangener nach Patmos kam. Die Kette ist nicht die einzige Spur, die auf den Autor der Apokalypse verweist. Nur wenige hundert Meter unterhalb des Klosters liegt die sogenannte Johannesgrotte. Der Ort wird ebenfalls von den Mönchen betreut. Er gilt als Gebetsstätte, die Johannes während seines Aufenthaltes auf Patmos
immer wieder aufgesucht haben soll. Das war in den Jahren 93 bis 95 während der Herrschaft Kaiser Domitians. Wir sehen darin eine Zeit der Christenverfolgung, denn Johannes wurde ja damals nach Patmos verbannt. Die Grotte am Felsabhang wurde zu einer Stätte der Verehrung ausgebaut. Hier soll Johannes auch seine himmlische Vision erlebt haben. So jedenfalls erzählt man sich das auf Patmos. Die Einwohner der Insel haben die Geschichte der Grotte von Generation zu Generation weitergegeben. Und das 1000 Jahre lang, bis die ersten Mönche kamen. 2 Jahre war Johannes auf der Insel. Hierher kam er zum Gebet. Und eines Sonntags spaltete sich dieser Fels. Schauen Sie, der Riss zieht sich über den gesamten Felsen. Hier nimmt er die Gestalt der Dreifaltigkeit an. Aus dem Spalt ertönte die Stimme Gottes und sagte: Sieh und schreibe. Und das tat Johannes, beziehungsweise sein Sekretär, dann hier. Die Überlieferung zeichnet nicht nur ein detailreiches Bild der Abläufe in der Grotte. Sie hat auch genaue Vorstellungen davon, wer Johannes war. Wir sollten die Augen öffnen und nicht zweifeln. Johannes von Patmos war Schüler von Jesus Christus und einer der 12 Apostel. Aber er ist auch der Autor des Evangeliums nach Johannes. Außerdem sind von ihm noch 3 Briefe erhalten und die Apokalypse, das letzte Buch des Neuen Testaments. Auf Patmos scheint die Frage nach der Identität des Johannes geklärt. Aber sind der Jünger Jesu, der Evangelist und der Autor der Apokalypse wirklich ein und dieselbe Person? Die Taufkapelle am Hafen geht ebenfalls von der Einheit der 3 biblischen Gestalten namens Johannes aus. Thomas Söding verlässt sich bei seiner Recherche nicht auf mündliche Traditionen. Für den Wissenschaftler zählen Texte. Die ältesten Fassungen von Johannes Evangelium und Johannes Apokalypse sind auf gestampftem Schilf geschrieben und werden Papyri genannt. Die wertvollen Fragmente gehen bis in das 2. Jahrhundert zurück. Bestätigen Sie die Tradition von Patmos? Wenn man das Johannesevangelium und die Johannes-Offenbarung miteinander vergleicht, dann wäre das wunderbar, wenn man die Originalhandschriften sich anschauen könnte. Da würde man nämlich sofort einen deutlichen Unterschied wahrnehmen. Das geht leider nicht. Wir haben Abschriften von Abschriften, aber wir haben die Texte. Die Jahrtausende alten Schriftstücke werden in mühevoller Handarbeit rekonstruiert. Häufig ist das organische Schreibmaterial in kleinste Teile zerfallen. Wenn sie einseitig beschriftet sind, werden die Papyri an der Rückseite geklebt. Erst durch das passgenaue Zusammenfügen entstehen wieder lesbare Texte. Auf deren Grundlage lässt sich auch ein Urteil über die Identität des Verfassers fällen. Die Texte kann man genau miteinander vergleichen und dann sieht man, der Wortschatz ist unterschiedlich, der Satzbau ist unterschiedlich. Man kann sich den ganzen Hintergrund anschauen, man kann sich vor allen Dingen das theologische Denksystem anschauen. Und deswegen muss man ganz deutlich sagen, die Johannes-Apokalypse, die hat einen anderen Verfasser als das Johannes-Evangelium. Die Einschätzung des Schriftforschers widerspricht den Traditionen auf Patmos. Identität und Herkunft des Johannes bleiben ungeklärt. Ebenso wie die Frage, warum die Insel zum Schauplatz seiner Visionen wird. Wie kommt der Seher Johannes an seine außergewöhnlichen Bilder? Handelt es sich um Fieberträume oder Drogenfantasien? Psychiater Manfred Lütz plädiert dafür, die Entstehungszeit der Visionen zu berücksichtigen. Vor 2000 Jahren wurde die Welt anders wahrgenommen als heute.
Also ich glaube, dass die Menschen damals sehr intensiv bildlich gedacht haben und gefühlt haben. Das heißt, das war gar nicht so ungewöhnlich, nehme ich mal an. Ich glaube, es gab damals auch Möglichkeiten, sozusagen Halluzinationen zu produzieren durch Drogen, durch Pilz oder durch so etwas. Aber ich glaube, dass der Sir Johannes diese Methoden nicht benutzt hat, denn es ist ein so komplexes Buch, dass man sagen muss, dass dieser Text so in sich auch schlüssig ist, dass so etwas im bekifften Zustand überhaupt nicht funktionieren würde. Die Herkunft des Johannes bleibt vorerst im Dunkeln. Der Schlüssel zum Apokalypse-Code muss im Text selbst zu finden sein. Sofort ergriff der Geist Besitz von mir. Ich sah im Himmel einen Thron, und auf dem Thron saß einer. Er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. Über dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Und um den Thron standen im Kreis 24 andere Throne, darauf saßen 24 Älteste. Johannes hat etwas gesehen, was er nicht verstanden hat, was ihn überwältigt hat. Und er sucht jetzt nach Quellen, nach Bildern, nach Begriffen, um diese Vision überhaupt ausdrücken zu können. Und er kann diese Vision nur ausdrücken in einer bestimmten Sprache. Und das ist die Sprache der Propheten des Alten Testaments, wie beim Propheten Ezechiel und bei Daniel. Das ist fast wie eine Collage. Denn die Propheten des Alten Testaments haben diesen Blick für den lebendigen Gott, der in der Geschichte handelt und der nicht nur jetzt da ist, sondern der auch alle Zukunft beherrscht. Und das ist genau das große Thema der Johannes-Offenbarung. Die Visionen liefern den Zugang zum Apokalypse-Code. Ihre Spur führt zu den Prophetentexten des Alten Testaments. Dort finden sich das Bild vom Thronsaal mit den 24 Ältesten, ebenso wie das Motiv von den apokalyptischen Reitern. Die vierbeinigen Geschöpfe sind Boten des Unheils. Tod und Zerstörung begleiten ihren Auftritt. Warum aber bedient sich Johannes dieser alten biblischen Zitate? Wahrscheinlich erinnern die vier apokalyptischen Reiter Johannes an ein Jahr der Kriege und Katastrophen, in dem vier Kaiser ermordet wurden. Krieg, Hunger und Zerstörung erschütterten ganz Rom und die römische Welt. Johannes benutzt die bildreiche Sprache der Propheten. Er beschreibt Monster und Drachen. Aber diese scheinbar wilden Fantasien beziehen sich auf konkrete Ereignisse seiner Zeit. Und so haben das seine Leser auch verstanden. Nach Ansicht von Pagels ist es nicht nur die Zahl 4, die das rätselhafte Reiterbild mit den Kaisern des Jahres 68 verbindet. Auch die verwendeten Symbole könnten von Bedeutung sein. Das zweischneidige Schwert Otos erinnert an den Bürgerkrieg, der den Machtkampf mit seinem Vorgänger Galba begleitet. Die Waage könnte sich auf die extreme Teuerung unter Vitellius beziehen. Und der Machtergreifung durch Vespasian gehen Seuchen voraus, die ganze Landstriche entvölkern. Die entscheidende Beobachtung macht Pagels, als sie die Sprache der Apokalypse genauer untersucht. Alles in seinem Text deutet darauf hin, dass Johannes nicht aus Patmos stammte. Vieles spricht dafür, dass Jerusalem seine Heimat ist. Er scheint die Verhältnisse dort bestens zu kennen. Die Straßen, den Tempel, die Gebräuche. Sein Griechisch ist das eines Mannes, dessen Muttersprache Hebräisch oder Aramäisch ist. Ich gehe davon aus, dass Johannes eine Zeit lang in Jerusalem gelebt hat. Diese Spur des Johannes führt an den östlichen Rand des Römischen Reiches, nach Jerusalem. Das Zentrum der jüdischen Welt ist auch die Geburtsstätte des Christentums. Das Schicksal der Tempelstadt scheint eng mit dem Lebensweg des Visionärs verbunden zu sein. Zur Zeit des Johannes wird Jerusalem zum Ausgangspunkt eines Aufstandes gegen die römischen Besatzer. Seit dem Jahr 66 herrscht Krieg. 4 Jahre später fällt die Hochburg des Judentums.
Ein Chronist spricht von mehr als 1 Million Toten, einem Viertel der damals lebenden jüdischen Bevölkerung weltweit. An die 100.000 Frauen und Männer werden versklavt. Mit der Plünderung und Zerstörung des Tempels wird dem Judentum seine zentrale Kultstätte geraubt. Die Rache der Römer zielt auf die Vernichtung der jüdischen Identität. Möglicherweise ist Johannes sogar Augenzeuge dabei. Auf jeden Fall weiß er, dass Jesus dieses Ereignis vorhergesagt hat. Ebenso wie das nahe Ende der Welt. Sollten beide Prophezeiungen richtig sein? Traumatische Erfahrungen verändern Lebensläufe. Der Untergang Jerusalems könnte der Auslöser dafür sein, dass der Autor der Apokalypse zum Wanderprediger des Christentums wird. Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich ist, dass es einen drängenden Anlass gegeben hat dafür. Also bei uns, was weiß ich, der 11. September oder so etwas, das waren erschütternde Ereignisse, die gab es damals auch im Römischen Reich. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es einen Anlass gab. Ein Anlass, der Johannes nach Westen führt, wie viele Flüchtlinge aus dem Heiligen Land. Er folgt damit den Spuren des Apostels Paulus. Bei seinen Missionsreisen hatte Paulus die römische Provinz Kleinasien mit der Hauptstadt Ephesus zu einem Zentrum des frühen Christentums gemacht. Gut möglich, dass Johannes die Stadt durch das große Hafentor betreten hat. Heute ist davon kaum noch was zu sehen. Paläogeographen der Universität Köln nutzen die trockenen Sommermonate, um im weichen Schlick des einstigen Hafens von Ephesus Bohrproben zu entnehmen. Die Sedimentschichten machen deutlich, wie eng das Schicksal der Stadt mit ihrem Hafen verbunden war. Denn als dieser verlandete, schwand auch die Bedeutung der Handelsmetropole. Zur Zeit des Johannes muss Ephesus noch über einen schiffbaren Zugang zum Meer verfügt haben. Ephesus war natürlich im Oströmischen Reich eine der größeren Städte. Wenn man sich überlegt, dass die Stadt eventuell 100 bis 150.000 Einwohner gehabt hat, war es natürlich ein sehr wichtiger Umschlagsplatz. Also hier sind auch viele Marmorsteinbrüche in der Umgebung, also es war ein wichtiger Handelshafen. Noch heute lässt sich Glanz und Reichtum des antiken Ephesus erahnen. Inmitten der Vergnügungsstätten und Prachtstraßen muss die Erinnerung an den Untergang Jerusalems verblassen. Hier werden nicht nur Gotteshäuser, sondern auch Tempel des Wissens und des Handels gebaut. Kein leichtes Pflaster für einen Prediger des Weltendes. Mit seinen weitreichenden Verbindungen ist Ephesus zur Heimat für Menschen aus allen Provinzen des Römischen Reiches geworden. Auch für Johannes. Mitgebracht haben die Zuwanderer nicht nur wertvolle Handelsgüter, die auf den weitläufigen Märkten der Stadt meistbietend umgeschlagen werden. Auch unterschiedliche religiöse Vorstellungen konkurrieren in der pluralistischen Welt am Mittelmeer. Selbst in den noch kleinen christlichen Gemeinden gibt es unterschiedliche Strömungen. Die Überzeugung des Johannes, dass nach den Ereignissen von Jerusalem das Weltende bevorsteht, wird keineswegs von allen geteilt. Eine Generation nach den großen Krisen steht das Römische Reich in voller Blüte. Und mit ihm die Hauptstadt Kleinasiens, Ephesus. Sabine Lattstetter leitet die Grabungen in Ephesus. Seit mehr als 100 Jahren werden hier Wunderwerke der Antike freigelegt. Vieles konnte entdeckt, erfasst und rekonstruiert werden. Von den frühen Christen aber fehlt bislang jede Spur.
Für das erste Jahrhundert nach Christus haben wir materiell überhaupt keine Hinweise auf das Christentum in Ephesus. Wir haben auf der einen Seite die schriftliche Überlieferung. Wir wissen, dass Paulus hier missioniert hat. Wir wissen, dass Johannes hier verstorben ist. Aber die materielle Kultur schweigt. Die Christen waren tatsächlich noch verborgen, nicht sichtbar. Ebenso beispielsweise auch das Judentum. Wir wissen auch, dass wir hier eine große jüdische Gemeinde hatten, die sich aber materiell nicht manifestiert. Greifbare christliche Spuren in Ephesus finden sich erst aus späteren Jahrhunderten. Am sogenannten Nachtigallenberg oberhalb der Stadt haben Forscher eine Höhle entdeckt, die mit dem Apostel Paulus in Verbindung gebracht wird. An den Wänden finden sich Ritzzeichnungen mit dem Christusmonogramm. Ein Fresko aus dem 6. Jahrhundert zeigt die erste bekannte Darstellung des Paulus, der in den Jahren 53 bis 55 in Ephesus die frohe Botschaft Jesu verkündete. Sein Nachfolger Johannes tut das auf seine Weise. Seine Visionen drohen. Der Seher hat Gründe für seinen radikalen Kurs, aber er spricht sie nur verschlüsselt aus. Wenige Jahre nach dem Untergang Jerusalems gibt es für ihn ein weiteres untrügliches Zeichen, dass das Weltende naht. Und der zweite Engel blies in seine Posaune. Da stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Und ein Drittel der Geschöpfe, die im Meer leben, kam um. Und ein Drittel der Schiffe wurde vernichtet. Damals muss jedem klar gewesen sein, was Johannes damit meinte. Den Ausbruch des Vesuv im Jahr 79. Johannes sagt, ein großer Berg explodiert, tötet die Fische im Meer und verdunkelt den Himmel 5 Tage lang. Dies war die Anspielung auf ein Ereignis, das die Menschen weltweit geschockt hat. Für Johannes ist das ein Gottesurteil gegen Rom. Die Deutung der Apokalypse-Schrift. Im 1. Jahrhundert muss sie leicht gefallen sein. Aber im Römischen Reich kann sie nur hinter verschlossenen Türen stattfinden. Wo? Das Christentum hat noch keine typischen Bauten hervorgebracht. In der Öffentlichkeit sind die Anhänger des neuen Glaubens weder durch ihre Kleidung noch durch ihr Verhalten erkennbar. Christsein ist Ende des 1. Jahrhunderts reine Privatsache und verbirgt sich hinter unverdächtigen Fassaden. Gemeindeversammlungen finden in den Häusern reicher Mitglieder statt, sogenannten Hauskirchen. Die Anlage römischer Stadtvillen begünstigt ungestörte Treffen. Sie sind so gebaut, dass man von außen keinen Einblick hat. In Ephesus haben die Archäologen ganze Blöcke solcher Domizile freigelegt. Wenn man in Ephesus nach einer Hauskirche suchte, muss man zunächst einmal auf jeden Fall natürlich in die private Wohnarchitektur gehen. Was wir gesichert haben für diese Zeit, wäre jetzt zum Beispiel hier die Wohneinheit 2 des Hanghauses 2, wo man im Großen und Ganzen noch diesen Grundriss aus dem 1. Jahrhundert sichtbar hat. Es gibt natürlich in der Dekoration der einzelnen Räume, Modifikationen, die aus späteren Jahrhunderten stammen. Aber prinzipiell die Struktur, der Grundriss des Hauses ist noch der jener aus der Bauzeit, eben dem in dem Fall frühen 1. Jahrhundert. Hinter den Fassaden der Hauskirchen brodelt es. Alle Bürger, auch die Christen, sollen dem römischen Kaiser wie einem Gott huldigen. In der Frage des sogenannten Kaiserkults sind die Christen gespalten. Und so spricht auch der Herr zu euch. Johannes ist einer von denen, die damit nicht einverstanden sind. Für ihn wäre das Verrat an der Sache Jesu. Wie die Berichte der ersten Glaubenszeugen belegen, war der für seine Überzeugung in den Tod gegangen. Hört mir gut zu. Hat der Herr, unser Gott, uns schon jemals im Stich gelassen? Ich sage euch ganz deutlich. Nein, nein. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor dem, was ihr leiden könntet. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Die Verweigerung des Kaiserkults wird nicht gleich mit dem Tode bestraft, aber mit Gefängnis und wirtschaftlichen Nachteilen. Die armen Gemeindemitglieder haben in der Sache wenig zu verlieren. Und was ist mit unseren Familien?
Die Reichen schon. Hört! Wollt ihr wirklich euer Heil aufs Spiel setzen? Ja. Der Herr ist unser einziger Gott. Was sind einige Tage Bedrängnis gegen die ewige Verdammnis? Was euch auf Erden so wertvoll erscheint, wird bald wertlos sein. Unser Herr sagt, wenn ihr mir getreu bis in den Tod folgen werdet, will ich euch die Krone des Lebens geben. Du hast nun genug gesprochen. Wer bist du schon? Lasst uns gehen. Johannes ist gegen jede Art von Arrangement. Wer beim Kaiserkult mitmacht, ist für ihn des Teufels. Er würde lieber sterben, als sich anzupassen. Eine Botschaft, die viele nicht hören wollen. Aber eine Entscheidung, um die keiner herumkommt. Denn der Kaiserkult ist allgegenwärtig. Er soll das Riesenreich, das immer wieder zu zerfallen droht, einen. In Ephesus wird sogar ein ganzes Stadtviertel für diesen Zweck gebaut. Um das Kultareal zu erweitern, werden Hügel abgetragen und Senken verfüllt. Zu den Maßnahmen gehört auch die Errichtung einer 12 Meter hohen Mauer, die das aufgeschüttete Gelände sichert und abschließt. Am Kaiserkult kommt keiner vorbei. Das muss auch Johannes erkennen. Johannes hat auf jeden Fall hier zwei große Hallenbauten gesehen, die im Norden und im Süden diesen Platz flankiert haben. Die nördliche Halle ist noch relativ gut zu erkennen, denke ich, weil auch einige Säulen wieder aufgerichtet worden sind. Die südliche Halle ist nunmehr in ihrer Rückwand größtenteils greifbar. Die untersuchen wir jetzt eigentlich gerade erst etwas intensiver. Zum anderen hat er auf jeden Fall auch gesehen, auf der Platzfläche, ungefähr da, wo nur der etwas größere Baum steht, einen Tempel, von dem eigentlich nur noch die Fundamente heute erhalten sind. Der ist systematisch zerstört worden. Und es gibt die berechtigte Vermutung, dass es sich dabei um einen Kaiserkulttempel handelt, auch wenn das nicht durch Funde oder Inschriften hundertprozentig gesichert ist. Das Konzept des Kaiserkults scheint aufzugehen. Das kommt auch auf vielen Inschriften zum Ausdruck. Diese entspricht einem offiziellen Glückwunschtelegramm. Bewohner einer benachbarten Stadt gratulieren damit den Ephesern zur Errichtung des Kulttempels für Kaiser Domitian. Der herrscht in den Jahren 81 bis 95. Jene Zeit, in der Johannes seine Warnung vor dem nahen Weltende verbreitet. Die reichen Mitglieder der christlichen Gemeinde von Ephesus haben sich entschieden. Sie werden dem Kaiser huldigen. Dabei werden Segenswünsche ausgesprochen, Rauch- und Fleischopfer erbracht. Aus der Sicht von Johannes und seinen Unterstützern begehen die abtrünnigen Glaubensgenossen einen unverzeihlichen Tabubruch. Für die Opferwilligen schließen sich demonstrative Kaisertreue und christlicher Auferstehungsglaube aber keineswegs aus. Hatte nicht Jesus selbst gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist? Die Proteste ihrer Gegner lassen die kultbereiten Christen ebenso kalt wie die Ankündigung des nahen Weltendes. 60 Jahre nach dem Tod Jesu wollen sie sich für ein Leben in der Welt einrichten. Und die wird nun einmal von den Kaisern in Rom und ihren Soldaten regiert und nicht von Gott und den himmlischen Heerscharen. Die einen wollen ihr Leben im Diesseits bewältigen, die anderen ihre Seele für das Jenseits retten. Kompromissbereitschaft gegen Glaubensstränge. Der Kaiserkult wird unter den Christen zum Anlass für einen Konflikt, der auch heute noch viele Gesellschaften spaltet. Die strikte Ablehnung des Kaiserkults sollte für Johannes Folgen haben. Es war für die Christen überhaupt nicht
ungefährlich, beim Kaiserkult Nein zu sagen. Denn dieser Kaiserkult gilt als Ausdruck von politischer Loyalität. Die Christen kann keiner so richtig einordnen. Und von daher wäre es jetzt erleichtert gewesen, einen solchen Loyalitätsbeweis zu erbringen. Johannes sagt jetzt nein, das geht auf gar keinen Fall. Und damit scheint es so, als ob er einen Keil in die antike Gesellschaft hineintreiben würde. Und dann musste das und konnte das zu Reaktionen von politischer Seite, von römischer Seite führen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass genau aus diesem Grunde dann Johannes nach Patmos verbannt worden ist. Das war so eine Art prophetisches Berufsverbot. In seinem Offenbarungstext berichtet der Seher, auf die Insel Patmos verbannt worden zu sein. Die römischen Quellen schweigen in der Sache. Wahrscheinlich war Johannes für sie einfach nicht wichtig genug. ...50 Kilometer Luftlinie trennen Ephesus von Patmos. 2 Tagesreisen mit einem Segelboot. Johannes gibt nicht auf. Er will sich auch in der Verbannung nicht mundtot machen lassen. Er sucht nach einem Weg, seine Warnung weiter zu verbreiten. So entsteht der Text der Offenbarung, den er als Brief an 7 christliche Gemeinden in Kleinasien verschickt. Das Neue Testament enthält eine Vielzahl an Briefen. Am wichtigsten sind die des Paulus. Abschriften davon finden sich auch in den Beständen der Papyrussammlung in Wien. Briefe sind für das Urchristentum ein ganz wesentliches Medium der Kommunikation. Paulus war da ein sehr fortschrittlicher Denker zu den damaligen Zeiten. Er hat gerne nach Möglichkeit Dinge persönlich geregelt. Aber wenn er jetzt verhindert gewesen ist, dann hat er einen Brief geschrieben. Und dieser Brief hat jetzt die große Möglichkeit, über Raum und Zeit hinweg so etwas wie eine Gemeinschaft im Glauben erstehen zu lassen. Und mit gewissen Varianten hat auch Johannes von Patmos sich dieses Mediums bedient, um einen Kontakt herzustellen zu den Gemeinden, die er ja gar nicht betreten durfte zu dem Zeitpunkt, da er diese Offenbarungsschrift verfasst hat. Es war also schon auch ein bisschen subversiv, den Brief zu schreiben und damit die Gemeinden zu erreichen. Vieles konnte Johannes nicht beim Namen nennen. Er musste seine Botschaft verschlüsseln. Ich sah, wie ein anderes Tier aus der Erde stieg. Es redete wie ein Drache. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert erschlagen worden war und doch wieder zum Leben kam. Wer verstehen will, der berechne die Zahl des Drachen. Es ist die Zahl eines Menschen und sie lautet 666. Shlomo Raskin ist ein Kenner der jüdischen Gematria, einer Geheimlehre, die jedem Buchstaben des Alphabets einen Zahlenwert zuordnet. Neron, Kesar. Die Buchstaben in die hebräische Sprache haben eine Wertzahl von Gematria. Nun ist 50. Reish ist 200. Vav ist 6 und Leingernun ist wieder 50. Zusammen 306. Kesar, Kaiser, Kuf 100, Samech 60, Reish 200. Wenn man nimmt die 2 Zahlen zusammen in die Gematria, Neron 306 plus 360 macht das 666. Das ist Neron und Kaiser. So sieht man, dass die hebräischen Buchstaben haben auch eine tiefe und eine verborgene Bedeutung. Die Übersetzung des Zahlencodes macht es eindeutig. Mit dem Drachen ist Kaiser Nero gemeint. Warum verwendet jemand so einen Geheimcode? Es konnte liegen an dem Schreiber, an dem Autor, dass er Angst hat, etwas zu schreiben,
wo man weiß, der hat das geschrieben. Insbesondere, wenn es geht um Anführer, politische Leute, Kaiser. Er hat Angst zu schreiben, klare Wörter, klare Text. Für Johannes ist Rom der Sitz der Gegner seines Gottes. Doch gerade hier sollte die stärkste christliche Gemeinde heranwachsen. Keine 200 Jahre später bekennen sich die römischen Kaiser zum Christentum. Die Angst vor dem Untergang gerät in den Hintergrund, taucht in Krisenzeiten aber immer wieder auf. Wenn man die Offenbarungsschrift untersucht, wie ich es als Historikerin getan habe, dann erkennt man, dass sie eine Art Code enthält, der sich auf Ereignisse in der Zeit des Johannes bezieht. Aber weil sie in solch großartigen, fantasievollen Bildern geschrieben ist, Bilder, die aus seinen Prophezeiungen, seinen Visionen und seiner Vorstellungskraft entstanden sind, ist sie zu einem Stück Literatur geworden, die Menschen anspricht, weil sie darin ihre eigenen Hoffnungen und ihre eigenen Ängste erkennen können. Künstler, Musiker, Schriftsteller, Propheten und Gläubige lesen seit 2000 Jahren dieses Buch, weil es so großartig geschrieben ist. Die Bilder vom Weltende üben bis heute eine magische Anziehungskraft aus. Und sie werden vielfach missbraucht, auch vom Nationalsozialismus. Vor allem in Krisenzeiten, um Menschen Angst einzuflößen oder sie gefügig zu machen. Die wahren Hintergründe des Apokalypse-Codes bleiben dabei auf der Strecke. Das gilt auch für die eigentlichen Absichten des Johannes. Die Johannes-Offenbarung ist eine ganz kritische Schrift, die hinter die Fassaden der Macht schaut, des römischen Herrschaftssystems. Er sieht die Herrschaftsstrukturen, er sieht die Verführbarkeit der Massen, aber sieht noch weiter, weil er bis zu Gott sieht. Und genau deswegen ist er nicht nur ein Kritiker, er ist ein Prophet, der Hoffnung macht. Die Hoffnung nämlich, dass am Ende doch Gott der Sieger der Geschichte sein wird. Und wer diese Geschichte bis zum Ende liest, sieht auch, dass diese Hoffnung sozusagen eine Gestalt findet, nämlich die Gestalt des himmlischen Jerusalems, dieser großen Stadt Gottes, die eine ungeheure Faszination auf alle Völker dieser Welt ausüben wird. Das ist das Ende der ganzen Bibel. Das ist das Happy End überhaupt. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Greuel verübt und lügt. Die Vision vom himmlischen Jerusalem ist für Johannes Ausweg und Lichtblick in einer Zeit der Schrecken. Das Ende der Offenbarung ist eine einzige Verheißung. Als Psychiater kann ich sagen, das ist kein kranker Mann, das ist ein außerordentlich gesunder, ein berstend gesunder Mann, der eine unglaubliche Kreativität hat. Also wer aus solchen reichen Bildern schöpfen kann, aus alttestamentlichen Bildern und dann eine solche Vision darstellen kann, das ist schon beeindruckend. Da muss man seine Tassen ziemlich im Schrank haben. Beim Seher Johannes ist nicht das letzte Wort bei der Macht der Welt, sondern das letzte Wort hat Gott, der die Macht des Römischen Reiches zum Beispiel überwindet. Und ich kann mir vorstellen, dass in Syrien, während wir hier sitzen, Menschen die Apokalypse des Johannes lesen, die ihnen Hoffnung gibt, dass diese furchtbare, brutale Macht, der sie ausgeliefert sind, nicht das letzte Wort hat. Johannes soll aus der Verbannung nach Ephesus zurückgekehrt sein. Von weiteren Visionen ist nichts bekannt. Mit seiner geheimen Offenbarung aber hat er ein Vermächtnis hinterlassen, dessen Dekodierung auch 2000 Jahre später die Menschen immer noch beschäftigt.